Ja, und die gelben Kisten natürlich auch gleich auf den Boden geschmissen. Wo ist mein Recycler? Da. Ich suche immer so eine kleine grüne Box. Also ja, es ist auch eine grüne Box, aber ne, eher so wie auf dem Bild, auch wenn es ein bisschen albern wäre. Hier. Tu rein. Das. Und das. Das dann nicht. Der Rest muss einfach nur in irgendeiner Kiste verschwinden. Vorerst. Also das. Das, die da, das sowieso, das da, das auch. Und voll. Dann sind sie schon voll. Jetzt. Ja, hier ist noch Platz. Weg. Das hätte ich gern wieder. Weg. Rest ist fast okay, oder? Also ja, ich brauche kein Gold im Inventar, aber es ist Gold. Die da könnte ich umwursteln. Und den Rest hier einsortieren. Oh. Gib mal her. Alle. Einfach nur mal, um zu gucken, wie viele wir inzwischen haben. Oh, das ist echt schick. Wir haben jetzt 30 Stück da und ich kann nochmal 9 machen. Also fast 40 Stück. Was ja dann 400 oder so viele Tränke wären. Und das nur durch... Doch, wir haben ein paar Vasen zerstört. Stimmt. Ja. Aber trotzdem, es ist ein sehr schönes Nebeneinkommen. Durch die Beute, die immer in die Mauern laufen. So, das hier wollte ich auch noch machen. Dafür müssen wir die Kiste auch noch leer machen, aber die geht. Weg und weg. Hier einfach nur ein stinknormales Fließband hin. Und ich mache jetzt aus allem hier Eisen. Momentan verbrauchen wir einfach mehr Eisen als Kupfer. Ja, über 5000 in der Kupferkiste. So, das haut jetzt hoffentlich langsam mal alles hin. Und wir packen jetzt gerade Eisen auf die Kupferseite. Aber es sollte okay sein. Die Eisenseite ist eh voller als die Kupferseite. Das heißt, jetzt wird die Eisenseite primär für Eisen genutzt und die Kupferseite teils. Müsste trotzdem alles aufgehen. Kleiner Eisenvorrat? Nicht wirklich. Aber ich habe das Ganze ja auch vor 5 Minuten erst geplündert oder so. Das sollte also okay sein. Stahl. Stahl ist ordentlich. Sehr gut. Euch umbauen. Ja, wir forschen gerade nicht, ne? Bester Zeitpunkt dafür. Und das mal weg. Alles weg. Dann sparen wir uns das ganze Gewusel hier. Ah, stimmt. Rote und grüne Tränke müssten wir eigentlich auch noch irgendwo oben in dem Fabrikkomplex mit reinbauen. Was mir gerade auffällt, ich habe wieder das so aufgebaut, dass man nur einmal blaue Tränke da herstellt. Das sollte ich eigentlich nicht so machen. Oder? Oder ich dupliziere den ganzen Komplex dann später. Das könnte ich auch machen. Also, dass ich jetzt quasi hier so einen Block baue an Fabriken und der gesamte Block besteht aus 2, 3 Unterblöcken. Also einmal der Unterblock hier für die braunen Chips zum Beispiel, das ist ja der hier. Dieses Tetris-Teil. Und dann haben wir einen Unterblock für die blauen Tränke, das wäre das Ding hier. Dann bräuchten wir noch irgendwas, was aus 3 Teilen besteht und dann könnten wir das ganze Ding nehmen, kopieren und nach unten verdoppeln. Dann hätten wir halt mehr blaue Tränke und mehr braune Chips. Und was auch immer das da werden könnte. Ja, aber ich denke, wir werden es später eh wieder umbauen. Sobald wir genug Roboter haben, werde ich es wieder so umbauen, dass alle Ärmchen beieinander sind, alle Tränke beieinander sind. Dann können die Roboter halt fliegen. Aber bis dahin ist es eine gute Entlastung, dass die Ärmchen hier zwischen sind, weil muss halt kein Roboter fliegen. Nee. So, weg. Machen wir hier zu. Ja. Es gibt auch Erfahrungspunkte, oder? Gebäude abbauen. Ist ja ähnlich wie meiner, ne? Bin mir gar nicht so sicher, ob es da einen Skill für gibt. Das könnte sogar der meiner Skill sein. Apropos Talentpunkte.
2. Das ist mau. Mach mal. Ich weiß nicht genau, was der Attack-Bonus macht. Aber mehr Schaden? Oh, Attack-Bonus. So. Also, ja, die Tränke müssten dann einfach nur in Kisten gebappt werden und nicht mehr in Dingensbummens. Das heißt, einmal hier eine Kiste. Und da eine Kiste. Und da eine Kiste. Wobei die Kiste nicht im System drin ist. Was jetzt nicht ganz so toll ist. ja, wir müssen eh noch einen Roboport hier noch hinsetzen. Weil ich hatte vor kurzem aus Versehen irgendwo einen hier zerstört. Also bauen wir einfach mal da einen hin. Und wir wollten noch mit den Bob-Sachen rumspielen. Wo war das? Hier. Bräuchten wir 10 von diesen weißen Grizzeldingern. Weiße Grizzeldinger hole ich gleich mal. Was sind die anderen weißen Grizzeldinger? Ah, und jetzt kann das hier auch beliefert werden. Ja, sehr schön. Beschränk dich mal so. Gib mir die alle. So, das hier kann dementsprechend auch weg. Oh, die Munition kann hier weg. Und da rein. Holzkisten kann auch mit. Wie viel haben wir jetzt schon recycelt? Warum ist da ein Sternfeuernis drin? So, weil das eine Unterkomponente war von einem anderen Ding. Ja, du kannst aber gleich wieder reingetan werden. Gut. So. Das sind alles Überreste, die kommen mit. So, jetzt müssen wir das Ding neu aufbauen. Einfach direkt unter den Fabrikdingern hier, oder? Ist eigentlich ziemlich egal, wo wir das hinbauen. Gucken, was das Muster sagt. Achso, das war ja ein anderes Muster hier, ne? Wie mache ich das jetzt? Wenn ich die so hinbaue. Ich brauche erstmal billige Fabriken. Als Platzhalter. Da bauen wir davon ein paar. Bau schneller. Und dann ordnen wir sie an, genau wie hier, und gucken dann, ob die Kisten sich irgendwie überlappen oder so. Das wäre nämlich nicht so toll. Also ein Blümchenmuster um das Ding rum. Ja, das klappt nicht. Also, weil theoretisch sind ja hier die Kisten von der Fabrik. Und dann wären da die Kisten von der Fabrik und wären kein Platz für Ärmchen. Das klappt so also nicht. Dann habe ich vorher gar nicht gedacht. Okay, machen wir es andersrum. So. Also mal wieder erst so bauen, wie ich es gerne hätte, und dann das Strommuster anpassen. So. So, einfach nur, damit ich weiß, wie breit das Ganze sein muss. Und dann... Nee, stopp. So ist das ja gar nicht. Dann kommt einer frei. Ich brauche mehr Fabriken. Und da hinten sind die. So, dann einer frei, Fabrik. Oh, wobei... Ja, nee, ist okay. Dann ein Ärmchen, dann irgendeine Kiste. Und dann hier die Dinger. Die Kisten selber brauchen ja keinen Strom, ne? Nö. Ja, dann mach ich es einfach so. Ja. Ist jetzt nur alles noch schräger verzogen als vorher auch schon. Könnte das dann noch eine runtersetzen? Kann ich das immer auf dieselbe Höhe machen? Was soll's, ist okay so. Das wäre jetzt quasi das Neue. Abgedeckt ist das hier alles. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur die richtigen Kisten, die richtigen Ärmchen, und dann können wir hier was anderes hinbauen. Aber es sollen ja gar nicht die hier hingebaut werden, sondern die Forschungssachen. Bau also bitte noch mehr Kisten. Unter die stehen normale Labs. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Was? Sieht man mehr davon?
Ja, habe ich. Okay. Also 10 Labs. Das ist schon mal ordentlich. Und die brauchen alle nur Eingangskisten. Wovon ich übrigens auch mehr brauche. Und es fehlen jetzt weiße Chips. Okay, hole ich gleich. Ne? So. Und du hättest gerne rote, grüne, blaue und lila. 200 ist jetzt ein bisschen Overkill. Ja, mach das mal runter auf, keine Ahnung, 5. Und die blauen runter auf 10. Erstmal. Links, 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 links. Was wollte ich jetzt machen? Ah genau, weiße Chips holen, damit ich das Anzahl oben machen kann. Darf die Mauer auch nicht vergessen. Strom ist trotz Regentag okay. Ja. Hast du genug Kohle? Geht so. Weiße Chips, genau. Weiße Chips, weiße Chips, weiße Chips. Weiße Chips, weiße Chips, weiße Chips. Wir werden hier oben regelmäßig verbrutzelt zu blauen Tränken. Dafür haben wir aber davon jetzt auch schon eine Menge. Tu die mal hier rein. Und du bist eine rote Kiste und du bist auch im Einzugsgebiet. Das ist sehr schön. Das heißt, die blauen Tränke sollten eigentlich jetzt gleich von hier abgeholt werden, nach oben gebracht werden. Kann ich ein paar... Bauen wir ein paar Roboter. Und kann ich irgendwo Draht klauen? Also in größeren Mengen idealerweise. Machen wir hier so und so. Und mach daraus mal eine bessere Fabrik bei Zeiten. Und zack. Ich glaube, wir hatten sogar... Ich glaube, oben war das, ne? Ja, stimmt. Reiß das hier mal ab. Bau jetzt weiter die Roboter. Wir hatten das schon mal gemacht mit einer Privatkiste für Draht. Aber ich glaube, ich habe sie recht stark beschränkt gehabt da. Ja, auf einen Stack. Peinlich, peinlich. Ja, damit. Beschränk dich mal auf 3 Stacks. Gut. Blaue Ärmchen ist das voll. Das ist sehr schön. Es fehlt allerdings die Verbindung hier rüber. Damit das Ding durchgehend arbeiten kann. Und du kriegst noch keine braunen Chips. Und wir haben gerade Licht aus, was nicht schön ist. Aber das liegt ja in Alienlampen, die ich noch nicht komplett einmal rumgebaut habe. Füllt sich langsam. Oh, wir könnten hier das Zentrallager machen. Weil wir werden nie mehr als 10 Labore benutzen. Wir werden später das Speedmodul reinhauen und dann reicht das. Das heißt, der Platz wäre jetzt theoretisch frei für ein Zentrallager. Ich mache einfach mal. So, das heißt, hier schmeißen wir jetzt alles rein, was wir nicht unbedingt brauchen. Und dann können wir es hier auch wieder rausholen, falls es gebraucht wird. Ja, einfach alles rein, Kyogon. Alles rein. Nicht lange nachdenken. So, 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 so. Nicht alle. So, die Roboter nicht. Die Sachen benutze ich fast nie. Komisches Gedöns. Die Tränke auf jeden Fall, damit die Roboter sie nach oben bringen können. Das. Bisschen Eisen. So. Lass es doch mal, ne? Platz. Und so. Zeug. Gut. Die Mauer kannst du da oben hinsetzen. Wir hatten da ja auch noch ein Stack, das ist gut. Schönes Gate. Aber so. Okay. So, da wäre schon mal zu. Oh, ich kann jetzt drüber bauen. Ist das neu? Das ging früher gar nicht. Einfach drüber setzen. Was mich an das Upgrade-Tool erinnert. Also es gibt hier das blaue Blueprint, das rote Blueprint und es gibt jetzt auch ein neues, das nennt sich Upgrade-Blueprint. Es wurde in höchsten Tönen gelobt, dass das irre praktisch sein soll. Müssen wir mal gucken. Es geht. Aber es ist immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Mit Eisen und Kupfer. Und es liegt immer noch an den Erzen. Also sie müssten das hier theoretisch noch weiter nach da bauen. Brauchen wir Roboter? Das hier noch weiter nach da bauen.
Und eventuell die hier alle auch ersetzen durch Photonics. Und ein paar von denen umstellen auf Eisen. Wobei, dann haben wir bald ein Kupferproblem. Das heißt, wir sollten jetzt demnächst die MK2-Replikatoren erforschen. Ja, waren die teuer? Wo waren die überhaupt? Da. 200 Superkontakte und 200 Magnete. Herzustellen geht eigentlich auch. Die Superkontakte sind halt teuer, aber... Mh.